Und ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von Anno 2205. Neue Aufnahme für mich. Für mich geht es direkt am Anschluss von der letzten weiter, für euch ein neues Video. Was wollen wir machen? Zum einen, wir bauen mal das Hauptquartier fertig. So. Da oben wollte ich noch so eine Verteilerstation irgendwie haben. Genau. Und dann noch. Ich glaube, so einen Turm wollten wir auf jeden Fall dahin bauen. Oder dahin. Ich glaube, da oben hin ein Turm und da so Ausläufer. Kann die Reise kaum abwarten. Wo war's dann? Genau. Ja, dann haben wir in dieser Folge einiges schon wieder geschafft, innerhalb der ersten Minute. Das Hauptquartier ist fertig. Produziert auch ein bisschen was. Also relativ gut. Ich bin sicher, dass es dann müssen wir in die Tundra nicht zurück. Wir haben ja in der Tundra schon mehr produziert. Das wird vielleicht auch noch so ein Thema für die nächsten Folgen sein, dass wir die Sachen weltweit optimieren, wenn nötig. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Geld, noch mehr Einwohner. Die Stadt ist zwar schon riesig, aber immer noch viel zu klein. So. Weil dann könnten wir ja demnächst mal hier ein paar Wohnhäuser aufsteigen lassen. Genau. Aber wir brauchen noch mehr Einwohner. Ich würde mal sagen, wir bauen einfach mal noch ein paar Einwohner hin. Die Straße würde ich mal fast weiterziehen. Die auch. Weil die schneidet sich eigentlich von rechts nach links komplett durch. Das Astronautenteam trifft ein. Bis auf hier haben wir so einen Versatz drin. Ist eigentlich schlecht. Okay, die Raketen heben wieder ab. Für die Astronauten. Für die Forscher im Weltall. Weitere Investitionen in Forschung möglich. Das Biopolymer geht uns aus. Wieso denn das? Transferroute wird überarbeitet. Ist natürlich jetzt schlecht. Schön, dass du vorbeikommst. Du hast ein sehr gutes Auge, mein Freund. Ja. Die richtige Ware kannst haben. Zum richtigen Preis. Dann schauen wir uns mal die Iridium-Spawner an. Das Gute ist, 999 ist ja nicht mehr die Grenze. Wir sind jetzt bei 9999. Also ist noch viel offen für die Zukunft. Weiterer Ausbau jetzt gefahrlos möglich. Ich würde mal fast sagen, wir bauen dann erstmal weiter. Nach.
nach unten, das Ganze. Weil da haben wir ja irgendwann aufgehört, das nach unten weiterzuziehen. Halt, stopp. Ja, können wir ja versetzen. Können wir ja versetzen. Ja, das war kontraproduktiv. Ist auch schon mal Hausnummer, was wir hier so veranstalten. Okay. Dann würde ich sagen, wir erschließen das Tal auch noch demnächst. Mehr Einwohner, mehr Geld. Wir wollen natürlich an der Börse eine wichtigere Rolle spielen. Das geht nur, wenn wir ein hohes Ansehen haben und viel Cash haben. Cash, ganz wichtig. Information ist viel zu wenig. Okay. Ihr globaler Marktwert ist gestiegen. Okay, das eine da bringt schon mal nichts. Müssen wir mal woanders hin versetzen. Genau. So. Dann brauchen wir bestimmt noch Polizei. Ach ne, die ist nur in Ordnung. Gut. Bahnhofstechnisch haben wir ja da drüben noch genug. Stadium, ah, haben wir da oben eins eingeplant. Okay, da haben wir so eine Insel wieder eingeplant. Warum nicht? So. Können wir da noch irgendwas machen? Häuser sind schon mal sehr gut. Okay, wenn wir da die Straße abreißen, können wir noch eine Häuserreihe hinsetzen. Alles durchdacht. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. So. Sieht doch fürs Erste schon mal sehr gut aus. Wir sollen als Ziel so 700.000 Einwohner vielleicht mal erreichen innerhalb der nächsten Folgen. Momentan, wo ja die Folge ausgestrahlt wird, dürfte jetzt die Gamescom sein oder ist die Gamescom schon rum? Ich habe ja ein paar Folgen vorproduziert, aus gewissen Gründen, zum einen Gamescom. So,
Müssen wir mal schauen, wie wir jetzt weitermachen. Was bei Anno noch kommen wird, ist ja auch die entscheidende Frage. Wo sich selbst die Entwickler noch nicht zu geäußert haben. Ob überhaupt noch was kommt, was kommt, wie es kommt. Keiner weiß was. Eigentlich schon fast geheimnisvoll, wie man mit dem ganzen Thema umgeht. Ubisoft oder auch Blue Byte hat ja für die Gamescom einen Stand angekündigt. Um gewisse... Ich will es nichts Näheres sagen. Ich weiß auch nichts drüber. Also nicht, dass ihr denkt, ich wüsste da was. Ich weiß absolut nichts. Es gibt einen Stand zum Thema Anno 2205, die Evolution von Anno 2205. So ist die Pressemitteilung gewesen. Es sind natürlich alle gespannt, was das im Endeffekt heißen mag. Weil, wie schon gesagt, wie geht es mit Anno 2205 wirklich weiter? Das ist die entscheidende Frage und da sind sie sich, glaube ich, selber noch nicht ganz einig. Gut, Ubisoft schon. Das ist ja klar, Geld, Geld, Geld. Aber die anderen sind sich, glaube ich, noch nicht einig. Die Entwickler selber. Auch was die Inhalte angeht. So wäre ich doch wirklich von dem Multiplayer angetan. Wo sehe ich, so kommt es mir aber vor, anscheinend mehrere Leute darauf freuen, aber anscheinend momentan nichts geplant ist in der Hinsicht. Vielleicht überraschen sie uns ja auf der Gamescom. Man weiß ja nie. Falls natürlich auf der Gamescom was angekündigt worden ist, dann wird es ein Info-Video dazu gegeben haben. Also das heißt, dann sind die Infos, die ich jetzt habe, schon wieder veraltet. Weil dann habe ich ja das Info-Video schon mal hochgeladen. Ist die Aussage, ne? Dann habe ich ja das Info-Video schon hochgeladen. Weil klar kommt es dann pünktlich und nicht erst eine halbe Ewigkeit später. Okay. Währenddessen, wir können ruhig mitbieten bei der Börse. Folge ist auch schon gleich wiederum. Wir haben unsere Stadt etwas vergrößert in der Hinsicht hier. Da oben bauen wir auch noch ein wenig zu. Nach da oben werden wir erstmal ein wenig offen lassen. Für die Zukunft, weil wir brauchen noch ein paar Produktionssachen hier auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir steigen da direkt mit ein. Weil für 2,6 Millionen, das ist ja eigentlich ein Schnäppchen, wenn wir das so kriegen. Wir sind Schnäppchen, okay. Nicht überraschend. Weil wenn wir uns die Börse mal anschauen, wir sind überall schon
mit Eigentümer, also wir haben überall schon einen Teil. Brauchen natürlich noch ein bisschen mehr. Den hier müssen wir auf jeden Fall mal zurück kaufen oder zurückbieten, weil das geht gar nicht, was du da machst. Bei uns irgendwelche Sachen haben. Dann haben wir noch eine Knappheit mit Informationen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis. Würde ich mal sagen, planen wir da auf jeden Fall noch mal eins ein. Vielleicht da dann auch gleich. Und wir haben ein Problem mit Biokost. Ja, so langsam. Okay, jetzt haben wir wieder minus 2. Aber wir haben ja da noch ein paar Reserven übrig. Dann schauen wir mal, wie wir das noch hinkriegen. Strom haben wir hier, okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Wasser da und Wasser da. Wir können ja ruhig mit den Tundra-Sachen operieren. Und sogar noch. Noch ein Plus. Hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Mond sieht noch gut aus, Arktis gut. Aber dann haben wir in der Folge schon einiges geschafft. Dann beende ich an der Stelle erstmal die Folge. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.